Never done this before. I guess we'll just start at the beginning. Unter den amerikanischen Filmemachern und Filmemacherinnen der Gegenwart ist eine der schillerndsten und erfolgreichsten und auch ungewöhnlichsten Figuren die Regisseurin Kelly Reichardt. Ihr neuer Film Certain Women hat die Anmutung einer kleinen amerikanischen Independent Production, ist aber in Wirklichkeit ein Film, in dem eine ganze Reihe von ganz großen Stars vorkommen, darunter Kirsten Stewart, Laura Dern, Michelle Williams und eine ganz junge Schauspielerin, die unglaublich faszinierend ist, Lily Gladstone. Der Film von Kelly Reichardt erzählt episodisch die Geschichte von einigen Frauen im amerikanischen Mittelwesten, die sozusagen ein Durchschnittsleben fristen, eine Hausfrau, eine Anwältin, die versucht, irgendwie einen Prozess loszuwerden, sich von ihrem Mann zu trennen, eine junge Halbindianerin, die auf einem Bauernhof arbeitet, und von Kirsten Stewart, die ihre Lehrerin ist, unterrichtet wird. She came to see my lawyer. My wife wants me out of the house. You can't keep coming here. Your wife works for you. No, she's the boss, actually. I wonder how much more there might be buried here. Das Schöne ist, wie diese Dinge ganz locker und zufällig verwoben sind und sie allen Figuren und allen Geschichten ein ganz eigenes Geheimnis lässt. Das ist eine Qualität, die Kelly Reichardt in diesem Film bis zur Meisterschaft entwickelt hat.